Touch Mine. Oh, die Kamera läuft, denke ich. Hab schon mal aufgenommen, deswegen. Auf jeden Fall. Hey Leute, was geht's? Ein neues Video mit mir, dem Köter. Oh, her. Keine Ahnung. Ja, jetzt im Titel gesehen, es wird ein Discord zu das Supertalent-Format geben. Ja, krass. Und was ist jetzt mit dem Fortnite Sucht den Superstar? Und was kann man da gewinnen? Und wie läuft das Ganze ab? Werdet ihr jetzt in dem Video gesehen. Also, die erste Sache ist, ich erkläre euch schon mal, wie das läuft. Also, ihr kommt auf den Discord-Kanal. Ich werde es jetzt hier ein bisschen länger einblenden, okay? Das halt, das Bild jetzt hier so, tack, jetzt so, tack, wird jetzt eingeblendet. Ich lasse es auch ein bisschen drin, deswegen gehe ich jetzt ein bisschen zur Seite. Ja, da wird halt in diese Warteschlange, also man muss auf dem Discord natürlich joinen, Leute, den Link in der Beschreibung, also das könnt ihr nicht mitmachen, weil wir da drauf reden. Also, da wird man in der Warteschlange. In der Warteschlange, wow, warten, dass man halt mit den Leuten nicht reden kann. Ja, Leute, man kann nicht reden im Fragkanal, sorry. Aber das hat seine Gründe, weil dann könnt ihr übrigens üben und dann muss man sich nicht komplett stumm, damit man die anderen nicht mehr hört, weil das ist wirklich manchmal nervig. Dann noch, dass man halt in den Jurykanal gemoved wird. Da sitzt nämlich der Lukas AL und ich. Übrigens, das ist der Typ bei der Fortnite-Montage. Das war er. Sitzen wir drinnen, wir werden die Leute bewerten. Es wird vielleicht auch ein drittes Jury-Mitglied geben. Vielleicht. Aber da müssen wir noch ein bisschen gucken, wen wir da nehmen. Und nein, Leute, man kann sich nicht bewerben für die Jury. Weil, ja, das hat seine Gründe, weil sonst will jeder und so. Nicht wundern, ich bin gerade ein bisschen krank. Übrigens, Bewertung für Avengers Endgame wird noch kommen, spoilerfrei, ist klar. Dann würde ich noch sagen, dann gibt es noch den einen Kanal da, auf Jurybewertungen warten. Ja, genau, da wartet man halt auf die Jury, damit sie bewertet haben. Aber da kann man reden, das ist auch nice, weil da kann man sich ein bisschen unterhalten und ein bisschen weniger Stress haben oder sonst was. Ja, dann gibt es noch den Supertalent Schreibkanal. Da werden halt, glaube ich, die Mitglieder reingeschrieben und auch die Nachricht, wenn um wie viel Uhr es ist oder wann es ist. Es wird wahrscheinlich wird es am Freitag sein, vielleicht Mittwoch. Wird auch diese Woche probieren, wirklich das ist. Weil ich habe aktuell Ferien, deswegen kann ich das ausnutzen, gerade um ein Video aufzunehmen. Ja. Was kann man denn gewinnen? Ja, ich blende jetzt mal das hier so weg. Man kann einen Rang gewinnen, und zwar der Supertalent-Rang. Er ist gelb und hat so diese Sterne, die so blinkt. Und noch auf der anderen Seite ein Stern, das blinkt. Man kann auch öfters damit machen bei dem Supertalent. Wird auch öfters passieren, das heißt, ja. Bekommt man vielleicht noch einen Rang. Müssen wir gucken. Vielleicht das Megatalent oder irgendwas so. Das wäre lustig eigentlich. Muss ich aber noch gucken. Weil, ja. Übrigens, Discord ist richtig aufgelevelt worden. Also richtig upgraded. Richtig krass Join drauf, weil da sind so viele Sachen jetzt drin. Wow. Was habe ich schon vergessen zu sagen? Ich glaube, das war's jetzt das meiste. Übrigens, ich freue mich übelst drauf, wenn die Leute jetzt drin kommen und auch wirklich was Krasses reinbringen. Weil kreative Sachen sind wirklich am besten. Ich habe einen Testdurchlauf gemacht mit dem Lukas AL und noch jemanden. Einfach so kurz getestet, ob die Kanäle gehen und so. Und wir haben das kurz abgespielt, das Szenario. Und das ist übelst krass. Also, no joke, aber der hat irgendwas spontan gemacht. Und das war übelst krass. Und auch der Lukas AL. Das ist wirklich krass. Und ihr werdet reingemoved auch, Leute. Also ihr müsst warten. Aber wird nicht so lange sein, wahrscheinlich, weil wir nicht zu viele haben. Aber Leute, teilt das Video bitte weiter, weil dann wird es wirklich krass eigentlich. Dann habt ihr wirklich was zu lachen zu. Das wird nämlich aufgenommen für YouTube. Und wow.
Und dann, nein, es ist nicht wirklich inspiriert von Disco, nee, das Ehrentalent von Neek Beats. Ich habe das jetzt selbst erfunden, sozusagen, eigentlich praktisch. Aber ja, er hat es halt auch gemacht. Okay, ich gebe es zu. Ja. Aber ich habe es jetzt nicht kopiert, weil ich habe ja das mit dem Fortnite-Such den Superstar schon gemacht und ich habe das ja vor. Deswegen kann es nicht nachgemacht sein, weil das Ehrentalent ist viel später gekommen. Aber ja, es wird aus der Perspektive von Lukas AL sein. Er wird wahrscheinlich den Discord-Kanal filmen und so, aber da müssen wir noch kurz gucken, weil bei ihm geht OBS gerade nicht, aber bei mir geht es komplett nicht. Also ja. Deswegen, ich kann es nicht mal öffnen, deswegen ist es komisch. Aber er nimmt es dann auf. Wird nice. Wirklich, wird nice. Es wird keine Facecam geben wie bei Neek Beats, aber es wird wirklich, wirklich, wirklich witzig. Fortnite sucht den Superstar, wird dadurch aber ersetzt. Das heißt, es wird jetzt kein Fortnite sucht den Superstar geben, weil da viel Chaos ist, weil die Leute dann manchmal auf die Bühne gehen und es wird viel schwerer zu filmen und so. Und auch ich kann es nicht filmen, weil ich das Equipment nicht habe, um die Konsole so aufzunehmen, weil ich muss da ein Dings Apparat kaufen für 80 Euro. Und ihr seht, ich filme das no joke mit dem Handy. Und ich schneide mit dem Handy. Deswegen, wie will ich jetzt dieses Teil kaufen, okay? Ich freue mich übelst, übelst, übelst drauf. Ich bin übelst gehypt, er auch. Und ja. Das war das denn von dem Video. Werden öftere Videos demnächst wieder folgen. Und ja, ciao, Leute!